war traurig, als Schneewittchen stand, als Dornröschen sich in den Finger stach. Gott sei Dank hat es ein Prinz dann bald geküsst. Später, als ich erwachsen war, ja, da machte mir das Leben klar, dass in jedem Märchen auch die Wahrheit ist. Mino und das Geheimnis des Friedens ist für alle geschrieben, die im Herzen noch ein Kind geblieben sind. Liebe heißt das Geheimnis des Friedens, doch diese Wahrheit des Lebens ist ein Märchen geblieben. Jeder Friede fängt im Herzen an, weil man manchmal nur davon träumen kann. Wünscht man sich ab und zu, sein Schaukel fällt zurück, weil die Zeit so selten Märchen schreit, ist die Reise in die Kinderzeit oft das kleine Licht am Himmel, das uns bleibt. Mino und das Geheimnis des Friedens ist für alle geschrieben, die im Herzen noch ein Kind geblieben sind. Liebe heißt das Geheimnis des Friedens, doch diese Wahrheit des Lebens ist ein Märchen geblieben. Mino und das Geheimnis des Friedens ist für alle geschrieben, die im Herzen noch ein Kind geblieben sind. Liebe heißt das Geheimnis des Friedens, doch diese Wahrheit des Lebens ist ein Märchen geblieben.